Wie sehe ich denn heute aus? Hey Leute und herzlich willkommen zum Gelesen-Update für August 2022. Insgesamt habe ich hier 47 Manga gelesen. Dieses Video wird freundlicherweise unterstützt von Carlsen Manga und hier könnt ihr heute dreimal die ersten beiden Bände zum Mashle gewinnen. Was müsst ihr machen, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen? Lediglich diesen Kanal hier abonnieren, einen Daumen da lassen und einen Kommentar schreiben mit dem Hashtag Mashle. Ausgelost wird nach dem 18. September 23.59 Uhr. Und die oder der Gewinner wird dann von mir in den Kommentaren angeschrieben. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg. Ich habe euch natürlich auf Social Media wieder gefragt, wie viele Manga habt ihr eigentlich gelesen? Und da kam ein sehr schönes Ergebnis bei raus, denn wir haben diesen Monat im Gegensatz zum letzten Monat viel mehr Manga-Leser, die wieder einen Manga in die Hand genommen haben. Und damit können wir auf jeden Fall weitermachen. Nun, genug Vorgeplänkel. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Gelesen-Update. Starten wir heute als erstes mit KZ bzw. mit Crunchyroll. Und da habe ich gelesen den neuesten Band zu Blue Lock. Und das ist ein Manga, den priorisiere ich echt oft hoch. Denn so einer meiner Top 5 Reads, würde ich einfach mal sagen, die ich dann auch immer lese, wenn ich sie direkt da habe. Und das macht einfach nur Spaß, denn wir haben hier Yuichi und seine Mates, die kommen in ein weiteres Auswahlverfahren. Das macht einfach nur Spaß, das zu lesen. Und auch wie die Mates plötzlich untereinander dann irgendwie agieren, kommunizieren, denn da gibt es einen wilden Wechsel und das macht einfach nur Spaß, das einfach mitzuerleben. Und auch wenn neue Hürden kommen, wie diese dann gegebenenfalls gemeistert werden. Also das bleibt auf jeden Fall spannend. Kann ich einfach nur empfehlen, wer gerade eine aktuelle Sportreihe sucht, der sollte unbedingt meinen Blue Lock reinlesen. Dann wurde es auch endlich mal wieder edgy, denn ich habe gelesen Demon Slave Band 8. Und das ist ein Manga, den lese ich ja sehr, sehr gerne. Den lese ich dann auch immer direkt up to date, wenn er dann auch rauskommt. Hier haben wir einen Familienkonflikt in dem Band und Himari kommt endlich mal zu Vorschein und kommt mal aus sich raus und kann mal beweisen, wie stark sie eigentlich ist. Und natürlich wird Yuki mal wie immer einfach ausgenutzt. Der Edgy-Anteil ist, glaube ich, der höchste, der jemals in einem Demon Slave Band vorkam. Zumindest das krasseste, was dann da passiert. Ist schon recht, ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Bin da immer noch gespannt auf den Anime, kann ich jedes Mal nur noch mal erwähnen, dass demnächst dann auch dazu einer rauskommt, wie das Ganze da umgesetzt wird. Das ist halt noch fraglich. Ich glaube, mittlerweile gibt es immer noch keinen Trailer. Aber dennoch eine Reihe, wo ich sagen kann, der Actionanteil ist hier sehr stark. Die Charaktere, die immer wieder jetzt noch eingeführt werden, auch hier in Band 8, sind richtig, richtig cool und mega dargestellt. Jeder ist da irgendwie komplett individuell. Und falls ihr gerade eine Edgy-Reihe sucht, eine aktuelle, die einem eigentlich so alles bietet, dann geht einfach ins Geschäft und kauft euch einmal Demon Slave. Ich denke doch, damit könnt ihr nicht viel falsch machen. Das ist jetzt nicht der Hardcore-Edgy-Stuff, aber das ist einfach schön eingegliedert in die Story. Und wer darauf Bock hat, kann es auf jeden Fall mal lesen. Dann kommen wir als nächstes zu Ultraverse und da habe ich einen Manga gelesen. Ja, einfach keine Ahnung. Und zwar Sino Alice Band 3. Unglaublich. Ich habe gerade reingeblättert, kurz vor dem Schnitt hier, und dachte mir einfach so, worum ging es hier eigentlich nochmal? Das war einfach pures Gemetzel. Es wurden neue Charaktere eingeführt, unter anderem die Meerjungfrau, die dann auch ihre Skills mal zeigen durfte. Und es war, weiß ich nicht, es war ein wirkliches Metzelfest, würde ich einfach mal behaupten. Da war so viel Blut drin, da wurde einfach nur, keine Ahnung, eine Gruppierung gegen die andere Gruppierung, weil irgendwie, irgendweshalb, ich habe keine Ahnung mehr, das ist unglaublich. Kennt ihr das eigentlich, wenn ihr einen Manga lest und ihr lest da eigentlich durch und ihr wisst einfach danach nicht mehr, worum es geht und es war einfach nur noch so ein einfaches Metzelfest. Weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal sowas hatte, das ist echt schwierig. Wahrscheinlich, weil ich auch wieder angefangen habe, so nach und nach sehr viele Folgebände immer einzeln zu lesen. Das bringt mir das Konzept voll durcheinander. Hier muss ich aber sagen, ich werde das Ganze weiter sammeln. Ich finde die Charaktere hier drin echt cool, was sie für Fähigkeiten haben, was da für eine Action drin ist. Und das ist einfach mal ein bisschen was anderes, was ich gerade so habe. Könnte man vielleicht vergleichen mit Jagan, wobei Jagan dann auch so ein bisschen ausgeklügelter ist von der Story. Hier wirklich reines Gemetzel einfach. Und man weiß immer noch nicht hundertprozentig, worum es geht, denn wir haben ja diese Puppen, die ja die Spielregeln zu diesem Death Game irgendwie erklären und sie erklären sie nicht korrekt und dann witzeln sie immer rum, wir haben sie nicht richtig erklärt. Und unglaublich. Yo, keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen, falls ihr den Band hier gelesen habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare unten, da könnt ihr auch gerne in den Band rein spoilern. Ob ihr das so auch wahrgenommen habt wie ich finde es auf jeden Fall ganz schwierig. Ich habe da im Podcast ja auch schon mal drüber gesprochen.
Ist aber mega cool, werde ich auch weiter sammeln, weil ist was anderes und mag das. Und Supervisor von Nier Automata, was will ich dann auch noch sagen dazu? Also von daher, gebt euch den mal, falls ihr Bock drauf habt. Wie gesagt, kann das Ding jetzt nicht hundertprozentig empfehlen, aber es ist für mich irgendwie so ein Ding, was ich irgendwie nicht weglegen kann. Dann kommen wir noch zu Boys Abyss Band 5 und hey Leute, was soll ich euch dazu sagen? Es ist einfach eine reine Depression. Raiji hat so ein abgefucktes Leben. Manche finden das vielleicht toll, wenn man da mit ganz vielen Leuten da irgendwie rummachen kann oder was weiß ich was, aber ey, der geht da schon durch eine Schiene, das ist schon hart im Abgrund und keine Ahnung, seine Mutter ist einfach total strange, dann hat er da noch so ein Idol, die ist total am Leben vorbei, dann eine beste Freundin, die kommt auch einfach gar nicht klar und das Schlimmste ist einfach in diesem Band die Lehrerin und das ist einfach, hey, damit hätte ich nicht gerechnet. Wie können einem unterschiedliche Personenkreise das Leben so schwierig machen? Und wenn es schon einfach schwierig in deinem Leben ist, dann spielen da auch noch genau diese Charaktere dabei, die dann einfach einen nicht aus diesem Abgrund rausholen, sondern einen noch immer tiefer in diese ganze Scheiße reinwerfen. Und das ist eine Reihe, die macht mir sehr viel Spaß, die unterhält mich, die ist sehr abwechslungsreich. Was heißt sehr abwechslungsreich? Ich habe da schon ein bisschen was anderes gehört. Hier mal mit der, dann mit der, dann mit der und so weiter. Aber im Groben und Ganzen ist es halt einfach so, dass man erwartet, dass man irgendwann aus diesem Abgrund rausgezogen wird. Und es passiert einfach nicht. Und es kommen immer neue Sachen dazu. Der Cliffhanger von dem Band, der war auch wieder richtig pervers. Ey, weiß nicht, wohin die Reise noch geht, aber ich will es wissen. Und das macht mir halt derzeit extrem viel Spaß. Werde ich weiterlesen, wer da drauf Bock hat. Kann sich das auf jeden Fall auch mal gönnen. Ist mal ein bisschen was anderes. Könnt auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das findet. Ob euch das vielleicht den Tag einfach mal kaputt macht. Weil, hey, wenn man sich mal in den Charakter in Raiji reinversetzt, ist schon manchmal echt krass, was da drin vorkommt. Ja, soll ich sagen. Ist es, wenn ihr Bock drauf habt. Dann kommen wir als nächstes zu Tokyo Pop. Und hier habe ich eine Neuerscheinung gelesen. Und zwar Call of the Night. Und ich glaube, der Manga und ich werden so noch keine Freunde, zumindest nicht nach dem ersten Band. Ich glaube, auch viele von euch aus der Community verstehen das, denn ich habe mich hier ein bisschen von den My-Anime-List-Bewertungen ein bisschen blenden lassen, zumindest jetzt auch hier für den ersten Band, denn die sind beide über 8, einmal für den Anime und einmal für den Manga. Und ja, ich weiß nicht, Ko, einer der Main-Character, er kann einfach total nicht schlafen und geht dann raus und möchte sich irgendwie beschäftigen. Und trifft dann auf Nasuna und Nasuna ist sehr mysteriös und sagt ihm dann, ja, ich kann dir eigentlich beim Einschlafen helfen. Und dann gehen die irgendwie in irgendeinen Kabuff und versuchen da zu pennen. Und plötzlich ist Nasuna dann einfach direkt an seinem Hals und saugt da Blut. Und stellt sich dann natürlich heraus, Nasuna ist ein Vampir und Ko möchte auch ein Vampir werden. Bloß Nasuna sagt ihm, hey, das funktioniert leider nicht so, wie du das immer aus Filmen kennst. Das geht nur, wenn ich ihr halt Blut absauge und wir beide sozusagen ineinander irgendwie verliebt sind und das ist so ein bisschen die grobe Geschichte und jetzt möchte er natürlich, dass sich Nasuna in ihn verliebt und genau das gleiche auch andersrum. Ja, mal schauen, was da noch kommt. Das Ganze ist sehr wiederholend so nach und nach und ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen Action rein, da kommen noch ein paar andere Parteien rein, die da noch irgendwie das Ganze so ein bisschen aufwirbeln, ist gerade noch ein bisschen schwierig. Wie das Ganze so vollstatten geht. Ich kann schon nicht mehr reden. Ich weiß auch nicht. Ihr merkt, ich bin noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Ich werde jetzt Band 2 noch lesen und noch schauen, in welche Richtung das noch weitergeht. Hier haben wir aber auch so wie bei My Hero Academia die Schrift, die leuchtet dann im Dunkeln, genauso wie der Spine, genau das Gleiche. Ist auch mal wieder was anderes. Ich weiß gar nicht, ob das nur in der Erstauflage ist. Ich glaube schon. Ja, wer da Bock drauf hat, gönnt euch einfach mal. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, was ich zu der Reihe sagen soll. Im ersten Band hat sie mich noch nicht so hundertprozentig überzeugt, aber das ist öfters mal bei Reihen, dass ich dann auch noch nicht überzeugt werde. Und ich schaue dann einfach mal, wie der zweite Band so ist. Ja, das ist so mein Stand da. Dann kommen wir noch zu Black Clover 31 und der kann natürlich wieder actionreicher nicht sein. Hier, Black Clover hat wieder total abgefeuert. Ich kann es nicht aus der Community verstehen. Viele gehen so ein bisschen gegen Black Clover. Ich frage mich, ob ihr da derzeit aktuell seid, weil das ist schon geil. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es ist immer noch mein Lieblings-Battle schon in der Zeit laufend auf dem Markt. Da kommt einfach keiner dran. Das passt einfach alles ineinander. Das liebe ich einfach. Hier nach dem Timeskip ein totales Feuerwerk.
Und man muss sagen, hey, man hat ja alle Elemente aus einem Battle Shonen. Heißt, man hat einen nervigen Main-Character, man hat einen Rivalen, man hat irgendwo ein Ziel, welches verfolgt wird mit hier König der Magier. Und dann hat man halt eine verrückte Truppe, die aus ganz vielen unterschiedlichen Leuten besteht. Und die ist extrem individuell und das mag ich. Und die haben einen Anführer, der das ganze Werk zu einem der besseren Battle Shonen überhaupt macht, und zwar Yami. Und das ist einfach einer meiner Lieblingscharaktere. Der carried einfach die komplette Reihe. Das ist einfach unglaublich. Ich sag dazu immer, spaßeshalber, ihr braucht einfach keine, ja, weiß ich nicht, wie werde ich der beste Chef Bücher lesen oder wie bekomme ich, keine Ahnung was, Mindset, dass ich dann einfach Mitarbeiter führen kann oder sowas. Lest euch einfach Black Clover durch und nehmt euch einfach ein Beispiel an Yami, denn der, denn ist das egal, was ihr könnt, der nimmt euch an die Hand, der baut euch auf, der macht einfach mit euch was. Das finde ich unglaublich geil und das macht die Reihe einfach aus und deshalb liebe ich sie. Dann kommen wir als nächstes zum Manga-Kult und zu einem meiner Lieblingsmanga dort, und zwar Golden Kamuy. Und ihr merkt das schon an meinem Lächeln, ich hatte wieder unglaublich viel Spaß mit dieser Reihe. Ich liebe sie einfach total, denn sie ist so unglaublich individuell. Da passiert immer irgendwas und irgendwas Abgedrehtes und der Humor ist einfach so hart on point. Ich kann es verstehen, wenn ihr den vielleicht nicht mögt, aber ich, das ist genau mein Ding. Muss einfach sein. Wir kommen ja auf russisches Territorium und da haben wir einfach ein Problem. Denn der Mörder ist mit über die Grenze gegangen und da sind die Russen natürlich ein bisschen nicht amused drüber. Unglaublich. Also ich mag's. Was da passiert, in welche Richtung das geht, müsst ihr das angucken. Es ist einfach so unglaublich geil. Ihr merkt, ich kann da nicht viel zu sagen, weil sonst würde ich da so hart in diese Story rein spoilern. Normalerweise müsste ich mal irgendwie ein Spoiler-Story-Format machen, wo ich einfach 1:1 knallhart in diese Story reingehe. Leute, das Ding ist oftmals in Japan in den Top 10 und das solltet ihr mal im Hinterkopf behalten. Das ist nicht ohne Grund. Jetzt hat der Manga-Kult auch angekündigt, weil der so schlecht in Deutschland läuft, wird der nach und nach jetzt teurer. Ich glaube, mit dem 21. Band kostet der, glaube ich, 2 Euro mehr. Ich werde mir das ultimativ gönnen. Es tut mir leid, wenn ihr es immer noch nicht gelesen habt. Ihr werdet drauf kommen, wenn das Ding hier abgeschlossen ist in Deutschland, werdet ihr rumheulen, dass ihr einfach diese Reihe nicht gekriegt habt und nicht gelesen habt. Ich werde euch Brief und Siegel drauf geben. Wenn die abgeschlossen ist, natürlich wird die Manga-Kult dann nicht 20 Millionen Mal dauerhaft vorrätig halten. Wären so schön doof, weil es ist halt einfach eine Reihe, die nicht in Deutschland läuft. Deshalb, ich sag euch das nochmal, das ist eine richtig starke Reihe. Sie macht unglaublich viel Spaß, coole Charaktere, alles drum und dran. Da ist Gesamtpaket, stimmt einfach total. Und ich kann es nicht verstehen. Ich hab dann halt Pech gehabt, ne? Dann kommen wir zu einer weiteren Underdog-Reihe, die ich extrem gerne mag, und zwar Quinzasa. Und da bin ich auch leider erst extrem spät auf das Boot aufgesprungen. Das tut mir auch unglaublich leid, dass ich da so spät mit angefangen habe. Ich finde es unglaublich. Also, ich mag diese Reihe. Ich kann es verstehen, wenn man es nicht mag, denn ist so ein bisschen angleich Thema Walfang. Kann ich dann verstehen. Sinnloses Töten von irgendwelchen Geschöpfen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, nur um sie einfach dann später dann auch zu essen oder sie zu verkaufen und so weiter. Das ist vielleicht nicht so geil, aber wenn man das Ganze als fiktives Werk sieht, dann findet man da einfach sehr viel Spaß dran. Unter anderem eine Mannschaft, die unglaublich ist, und das hatte ich ja bei Black Clover genauso, das haben wir hier auch. Und wir haben Vanni, die halt verschwunden ist, und die ganze Mannschaft ist hinterher und will einfach Vanni zurückholen, und dann landen alle in der Arena und dort wütet einfach ein Drache, und jetzt müssen sie einfach diesen Drachen aufhalten, und diese Jagd in Richtung des Drachen ist echt stark. Alles gut in Szene gesetzt, unglaubliche Zeichnung. Ich würde jetzt gerne mal reinblättern, dann würdet ihr das mal sehen, aber schaut ihr gerne vielleicht mal den ersten Band rein, falls ihr den mal in den Manga-Laden seht. Ich finde es echt geil und ich liebe diese Reihe. Ich finde es auch echt schade, dass die immer noch nicht läuft. Ich kann es immer nur noch empfehlen. Schaut da gerne mal rein. Ich hatte auch schon ein paar Anmerkungen bekommen, wie gesagt, dass sie auf diese Thematik nicht klarkommen. Das kann ich hundertprozentig verstehen, aber wer da vielleicht keine Probleme mit hat, findet ihr hiermit ein sehr schönes Werk. Und diese Zeichnung, ne? Ist schon krass. Dann kommen wir als nächstes zu Soloist in a Cage Band 2, und die Reihe ist ja mit 3 Bänden abgeschlossen hier, und
Ja, es wird spannend. Also ich bin gespannt, wie dieses ganze Ende wird, denn wir haben ja hier so eine Art Gefängnisstadt und da lebt Chloe drin mit ihrem kleinen Bruder und irgendwann will sie da natürlich ausbrechen, weil es ist extrem gefährlich da. Und beim Ausbruch kommt ihr kleiner Bruder abhanden und dann ist sie draußen und trainiert einfach alles Mögliche. Sie wird ein absoluter Killer und kommt dann wieder zurück und zerstört dann halt einfach alles wie John Wick. Ich hatte es ja schon mal ein bisschen erzählt. Das ist schon echt krass, wie das Ganze da seinen Lauf nimmt. Und hier in Band 2 wird alles ein bisschen ruhiger, weil wir kriegen eine neue Gruppierung, wo Chloe dann halt auch reingeht in diese Gruppierung. Und ja, da passieren dann einige Dinge, da wird dann ein bisschen was aufgelöst, aber es wird schon ein bisschen aufgebauscht für Richtung Finale. Und das finde ich eigentlich ganz cool, mag die Entwicklung, die Chloe selbst dann auch so durchgemacht hat in so einer kurzen Reihe. Das könnte ein echt schönes Werk werden, wo man dann wieder vielleicht wie bei Astra Lost in Space sagen kann, hey, falls ihr eine kurze Reihe sucht mit Action, dann gebt euch einfach mal Soloist in a Cage. Ich bin gespannt auf Band 3 und lasst mich da auf jeden Fall überzeugen und ich werde berichten. Dann kommen wir als nächstes noch zu Miruku-chan Band 3 und das ist eine Reihe. Da höre ich jetzt einfach mal auf die Community, denn ihr habt mir gesagt, ich soll einfach mal abwarten bis Band 5, Band 6. Dann bekommt das Ganze hier einen richtigen, ordentlichen roten Faden, denn wir haben hier immer nur so, ja, wird immer nur in so Kurzgeschichten erzählt. Da passiert immer ein Ereignis. Und dann stürzen wir wieder in das nächste Ereignis und so weiter. Hier geht es jetzt gerade um einen Lehrer und dieser Lehrer ist umringt von Geistern, die der Freundin dann irgendwie so die Kräfte entziehen. Und da ist Miruko oder Miko, wie sie so heißt, dahinterher das Ganze irgendwie aufzulösen. Und ja, es ist irgendwie komisch, es unterhält mich, ist so ein bisschen Rental-Girlfriend-mäßig, wo ich sagen muss, hey, eigentlich müsste ich das Ding droppen, aber irgendwie unterhält es mich trotzdem, wenn ich das Ganze lese. Ich werde es auf jeden Fall mir noch weiter gönnen. Das Ding kostet ja 8 Euro. Für Großformat ist das 2 Euro günstiger. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann nochmal einen Preis anzieht. Ich weiß auch gar nicht, ob das gut läuft bei Manga Kult. Gar keine Ahnung. Werde mir das auf jeden Fall nochmal geben, weil, wie gesagt, Community sagt, gib ihm mal. Aber okay, ich mache jetzt auch nicht alles, was die Community sagt. Aber da vertraue ich euch immer. Ja, glaube schon. Dann kommen wir als nächstes zu Panini. Und da habe ich gelesen, Mushoku Tensei hier Band 6 und Band 7. Das Ganze habe ich gelesen, weil ich ja, im Podcast ein bisschen über Isekais gesprochen habe und das ist ja ein Isekai, der eigentlich vom Anime echt stark läuft. Mittlerweile wollen ja da auch irgendwie alle immer die neueste Staffel haben und immer sofort rein. Ich kann es nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Jetzt kommt ihr wieder alle, hey komm, ja, Brown, dann liest doch irgendwie mal die Light Novel. Nein, ich werde die Light Novel nicht lesen. Ich weiß, dass die anscheinend ja besser sein soll. Aber es ist einfach für mich das Slice of Life mäßig. Also, da passiert echt wenig drin. Also, weiß ich nicht. Da muss mal irgendwas drin passieren jetzt. Okay, sagen wir immer alle, wenn dann halt Rudi auf die Schule oder Akademie, was auch immer das ist, irgendwann kommt, dann zieht das Ganze hardcore an. Wir sind natürlich jetzt hier schon im siebten Band und jeder muss da wissen, ob er das mag oder nicht. Für mich ist das ein bisschen sehr ruhig. Werde das Ganze aber weiterlesen, weil es dann halt. Es unterhält mich, während ich den Manga halt dann lese. Viel behalte ich da wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht von, weil da sind gar nicht solche Highlights drin, wo man dann immer sagt, okay, diese Highlights behält man jetzt für sich direkt. Ich weiß nicht, ob es manchen vielleicht von euch auch so geht, dass man dann vielleicht mal einen Manga liest, wo man dann das Ding weggelegt hat und nach einer Woche denkt man sich so, was ist da eigentlich jetzt drin vorgekommen? Ich kann es jetzt gar nicht hundertprozentig sagen, da ging es ja dann auch um dieses Thema irgendwie Piraten, dann wollten die irgendwie übersegeln und so weiter und so fort. Ich müsste da jetzt nochmal ganz normal durchblättern, aber boah, ich habe da jetzt auch gar keinen Bock drauf. Bin ich ja ganz ehrlich, hallo, was soll ich euch auch irgendwie anlügen? Keine Ahnung. Ich mag die Reihe, wie gesagt, wenn ich sie lese. Es ist ein bisschen schwierig mit uns hier auch, aber ich glaube, wenn da irgendwann mal der Punkt kommt, wo dann diese ganzen Knaller-Highlights kommen, dann. Ja, dann finde ich es vielleicht auch ganz gut, glaube ich. Dann kommen wir zu meinem absoluten Highlight für diesen Monat. Und zwar, ich habe gelesen 20th Century Boys Band 6 bis Band 11 und 21st Century Boys. Und damit habe ich die komplette Reihe hier abgeschlossen. Und was ich sagen muss, Urasawa ist ein unglaublich guter Storyteller. Also, da ist so viel Text drin, aber das ist einfach egal, weil man so tief in dieser Story drin ist. Ich kann auch einfach keine zwei Bände am Stück lesen. Ich weiß nicht, wie man das schafft, vielleicht oder Monster voll durchzulesen. Das funktioniert bei mir einfach nicht. Da ist eine Tiefe drin, die da erreicht wird, wo ich mich total hineinversetze und das ist sehr anstrengend und ich mag's. Also, total.
Hier haben wir wahrscheinlich ein Werk in der Hand, oder hier halte ich ein Werk in der Hand, was wahrscheinlich in meiner Top 10 of all time gelandet ist. Mittlerweile ist ja eh alles so drunter und drüber. Die Top 5 hat sich wahrscheinlich auch bei mir schon geändert, dadurch, dass The Breaker Part 3, er ist jetzt nicht so gut geworden. Und ich verstehe auch nicht, wieso man so einen Part halt dann rausbringt. Das ist schwierig, ich kann es noch nicht hundertprozentig nachvollziehen. Hier aber zu 20th Century Boys. Bis auf das Ende eigentlich komplett gelungen. Sehr tiefe Story, sehr verzwickte Story, auch immer diese Flashbacks in die Vergangenheit, und dann spielen da ganz viele unterschiedliche Dinge rein. Auch der Antagonist sehr, sehr stark in Szene gesetzt, auch was da für Plot-Twists drin sind. Ich will da nichts zu sagen, sonst mache ich euch das ganze Werk kaputt. Ich kann aber auch nur empfehlen, falls ihr mal ein deepes Werk lesen wollt, unter anderem, ich glaube, Urasawa lesen gar nicht so viele in Deutschland, muss ich, keine Ahnung, Billy Bat ist ja auch teurer geworden, und Monster und 20th Century Boys landet auch, glaube ich, gar nicht so oft irgendwie im Regal, finde ich. Vielleicht liegt es auch an der Auflage, weil die ist ja, diese Plastikauflage, die finde ich ja, ja, sag da mal nichts zu, aber die von Monster sieht ja ein bisschen besser aus. Da bin ich gerade bei, das ganze Werk von Monster zu lesen, habe die ersten drei Bände da schon von weg, werde da jetzt auch den vierten Band anfangen, und ich denke doch, dass ich euch dann vielleicht im November mal eine neue Top 20 oder sowas präsentieren kann, oder im Dezember, muss man mal schauen, ich weiß es noch nicht, aber wahrscheinlich noch dieses Jahr. Da warten ja extrem viele Leute drauf, und hier bei 20th Century Boys, wie gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Falls ihr was Diebes haben wollt, lest da unbedingt rein. Ich kann da nichts sagen, ich würde, wenn ich einen Punkt aus Band 5 erwähne oder sowas, dann ist das ganze Werk von vorne bis hinten hinfällig. Lasst euch da nicht spoilern, lasst euch da nichts sagen zu dieser Reihe. Macht da nicht nach, vielleicht nur, was in den ersten beiden Bänden passiert. Da geht es ja so ein bisschen einfach darum, dass mehrere Kinder sich eine Zukunftsgestaltung überlegt haben, wie sie eigentlich diese Welt, ja, sagen wir, was passiert so nach und nach. Und das trifft auch nach und nach ein. Sehr verzwicktes Ding. Sehr kryptisch jetzt gesprochen. Ich hoffe, ihr versteht das. Kann ich aber nur empfehlen. Gönnt euch mal das Ding, auch wenn es jetzt von der Auflage nicht das geilste ist. Vielleicht bringt Panini da irgendwann nochmal ihre Deluxe-Bände raus. Ich glaube, dann würde ich sogar nochmal wechseln. Ich bin da ganz ehrlich. Aber hey, das ist schon eine extrem starke Reihe und ich liebe sie. Dann kommen wir zum Abschluss noch zu Karls. Und da habe ich einen Neustart aus der Shonen Jump gelesen. Und zwar Mashle. Hier gibt es bei Carlsen derzeit schon die ersten beiden Bände. In der ersten Auflage gibt es so eine coole Metallic-Optik. Also wer das haben möchte, dann gönnt euch das einfach. In meiner zweiten Auflage wird es das nicht mehr geben. Und ich hatte meine Probleme. Ich muss ganz ehrlich sagen, Band 1 habe ich einfach... Das mochte ich einfach nicht. Das mochte ich nicht von dem Comedy-Anteil. Das mochte ich nicht in Richtung Harry Potter-Parodie, weil... Das war einfach 1:1 Harry Potter. Ich weiß nicht, dann geht er da auf die Schule, dann ist da das erste Mal Besenfliegen, dann ist das erste Mal Quidditch. Das ist auch von den Texten und von dem, wie es aufgebaut wird, einfach 1:1 in Harry Potter gewesen. Und da steckt dann auch einiges anderes drin, unter anderem einen Black Clover, einen One Punch Man, einen Mob Psycho 100. Das ist so wild vermischt, alles einfach zusammengeführt in dieses Werk, und das hat mir am Anfang nicht so Spaß gemacht. Denn wir haben hier eine Welt voller Magie, und wenn man da keine Magie besitzt, dann ist man einfach des Todes. Und Mash hat keine Magie und wird deshalb von seinem Vater, also sein Vater versteckt ihn deshalb im Wald. Und dort, weil er ist jetzt nicht der Schlauste, soll er dann auch die ganze Zeit trainieren, um einfach mit den anderen Menschen die, oder Magiern, die dann halt Magie besitzen, halt mitzuhalten. Und irgendwann werden sie dann von der Magiepolizei erwischt, und die einzige Möglichkeit, die Mash einfach selber bleibt, ist, dann auf die Magieschule zu gehen und sich da gegen die anderen Magierkollegen durchzusetzen. Und man muss sagen, wie gesagt, das ist ein 1:1 Harry Potter am Anfang. Das kann man mögen, muss man aber nicht. Der Comedy-Anteil ist da sehr, sehr schwierig drin. Also ich habe am Anfang auch gar nicht gelacht. Das hat einfach vorne und hinten hat das bei mir nicht gepasst. Und dann kam der zweite Band. Dann hat es einfach Klick gemacht. Also, ich weiß auch nicht. Mash macht da drei Aktionen, die ich unglaublich gut finde, und ich bin da ultimativer Fan von. Also ihr solltet es jetzt mittlerweile von diesem gelesenen Update hier gemerkt haben, ich bin ein unglaublicher Teamplayer. Ich liebe das, wenn sich zusammenhält in einer Gruppe, und Mash da, weiß nicht, auf so einer Prüfung, und da kann man dann auch Medaillen gewinnen. Und wenn man irgendwie einen Magier ausschaltet, dann kann man ihm die Medaille abnehmen oder so ein Stück von der Medaille. Wenn dann so ein fetter Skorpion auftaucht,
Dann gibt ja nochmal eine Medaille extra und es werden da halt Medaillen gesammelt, genauso wie bei Harry Potter. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was da gesammelt wird. Punkte für Gryffindor und was weiß ich was. Werden hier dann halt Medaillen gesammelt. Das weiß ich nicht. Also, was da passiert während dieser Prüfung, ist mega, mega gut, was Mash da macht, dass Mash sich dann halt auch für seine Kollegen einfach total einsetzt und dann danach auch die Szene, wo er, ich glaube, den Antagonisten dann halt trifft. Ich weiß noch nicht, ob es in diese Richtung geht, aber ich glaube, das ist dieser richtig harte Antagonist. Ich dachte erst, das wäre ein anderer. Das hat sich, glaube ich, nachher nochmal anders herausgestellt. Richtig, richtig stark. Kann ich nur empfehlen. Ist dadurch, ich hatte es Verena zu meiner Podcast-Partnerin gesagt, dadurch durch den zweiten Band jetzt zu einem meiner Top 5 Lieblingsmanga zum Lesen geworden. Es kann sich natürlich nach Band 3 auch wieder ändern. Es ist immer nach und nach immer unterschiedlich, wer da irgendwie so drin sitzt. Aber wenn der dritte Band kommt, landet der auf meinem Lesestapel komplett oben. Komplett oben geht leider nicht, weil da liegt immer Rental Girlfriend. Ihr kennt ja mittlerweile das Prinzip. Aber ey, dann kommt Mashle und dann kommt Blue Lock. Bla, vielleicht wechselt sich das noch. Ihr merkt, ich kann nicht mehr reden. Deshalb, hey, komm, wir beenden hier den Part. Falls ihr da Bock drauf habt, hier Mashle kann man auf jeden Fall mal machen. Ist ein bisschen schwierig am Anfang. Lest vielleicht den zweiten Band, dann kriegt ihr so ein paar mehr Informationen, in welche Richtung das geht. Der Comedy-Anteil in Part 2, der war auch, oder in Band 2, der war auch viel, viel besser. Also von daher, gönnt euch vielleicht nicht nur den ersten Band, guckt mal in den zweiten rein, vielleicht dann auch in den dritten. Vielleicht sieht es im dritten wieder anders aus. Ich kann es bis jetzt noch nicht sagen. Ich mochte es auf jeden Fall nach dem zweiten Band sehr, sehr gerne. Und ja, das ist auf jeden Fall der Stand der Dinge. Und damit kann das Werk einfach weitermachen. Welchen Band ich dann natürlich auch wieder hoch priorisiert habe, war Vinland Saga Band 25. Und da muss ich sagen, seit Band 23 gefällt mir dieses Werk bzw. die Richtung nicht mehr so hundertprozentig. Ich weiß gerade nicht, was der Mangaka mir damit einfach sagen möchte. Und ich finde auch, Thorfinn selbst, von der Charakterentwicklung, die er durchgemacht hat, klar, er ist immer noch da, plötzlich gab es aber einen Timeskip und danach hat sich eigentlich da nichts mehr verändert. Das ist einfach nur noch so eine schleichende Slice-of-Life-Story, die jetzt in Band 25 nochmal anders vom Lesefluss geworden ist, dadurch, dass sie natürlich dann jetzt auch Vinland suchen. Dann wird das alles ein bisschen anders dargestellt und jetzt kommen neue Hindernisse entgegen, unter anderem die, ich sag jetzt einfach mal, Ureinwohner, die dann da auch wohnen. Da gibt es wahrscheinlich ein paar Probleme irgendwie. Ich hoffe, das Ganze wird ordentlich umgesetzt. Ich wäre extrem traurig, weil dann bröckelt auf jeden Fall der Platz 1 of all time, wenn das Ganze abgeschlossen ist und Makoto Yukimura da nichts Tolles irgendwie hingezaubert hat. Fehlt das gerade so ein bisschen. Ihr merkt wahrscheinlich, ich bin da echt enttäuscht. Dennoch für mich eine sehr starke Reihe, also solltet ihr was echt Gutes suchen, dann gebt euch einfach diese ganze Reihe mal. Es kommt ja auch jetzt eine neue Season raus. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Anime-Season sogar rauskommt, weil der Anime oder der Manga gerade wieder schleppend läuft und dann muss man wieder gucken, dass der wieder ordentlich angeheizt wird. Aber das ist auch alles nur eine Mutmaßung hier einfach. Ich finde es echt schwierig. Ich weiß nicht, vielleicht mit 30 Bänden abgeschlossen, vielleicht auch mit knapp drüber oder so. Hat mir nicht so hundertprozentig zugesagt, finde ich ein bisschen schade, aber ich weiß auch gerade gar nicht, was ich von Vinland Saga erwarte und das möchte ich eigentlich, dass der Mangaka mir das selber so an die Hand gibt und sagt, hey, hier hast du ein gutes Werk, das ich mir ordentlich überlegt habe und ja, könnt gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr auch den aktuellsten Band gelesen habt, ob ihr da eventuell auch enttäuscht von gewesen seid. Ich fand ihn, wie gesagt, jetzt nicht so hundertprozentig gut. Aber ich hoffe, das wird was Ordentliches, aber ich könnte mir gut vorstellen, das wird vielleicht meine Top 5 irgendwann nochmal ein bisschen verändern. Hey, hey, wen haben wir da? Rental Girlfriend Band 16, Ah, was soll ich dazu sagen? Es ist, wie es ist, ich habe es auch schon erwähnt in einem anderen Part jetzt gerade, es ist einfach ein Manga, den habe ich schon wieder wirklich sofort als erstes gelesen, als ich ihn da hatte. Ich weiß, was ich haben will, ich weiß, was er kann, ich weiß, wohin es geht. Ich weiß einfach alles, nur was ich immer noch nicht weiß, wann Shizuru und Katsuya einfach immer zusammenkommen und ich weiß, wobei eigentlich weiß ich, dass das wird noch, bis das Ding zu Ende ist, wird das einfach nicht passieren. Ich finde dieses Angeteaste, wo man immer sagt, so okay, jetzt könnte mal was passieren, finde ich ein bisschen schwierig alles, aber hey, Shizuru hat jetzt ihren Film bekommen. Das sollte von Katsuya ja produziert werden. Jetzt bin ich gespannt, wie das Ganze dann auch im Endeffekt dann umgesetzt wird gegen Ende. Da spielen noch so ein paar Faktoren drin. Da kam ja noch ein neuer Charakter dazu, der da wieder so ein bisschen das Feuer anheizt zwischen den Beinen und wieder so ein bisschen stachelt.
So, und die beiden gegenseitig irgendwie ausspielt und es ist halt Mental Girlfriend. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann schaut euch das oder schaut euch vielleicht den Anime an. Ich weiß, das Ding, das wird auch als Anime gerade irgendwie hochgehandelt von ein paar Leuten aus der Community. Das ist halt Rental Girlfriend, ne? Also, ich mag's. Leider. Dann habe ich ihn auch endlich angefangen und beendet, weil jetzt der Abschlussband kam, und zwar Time Paradox Ghostwriter, auch ein Manga, der in der Shonen Jump lief. Hier mit zwei Bänden abgeschlossen, das Ding wurde geexit, heißt, hier gibt's kein ordentliches Ende, denn wahrscheinlich waren diese Plagiatsvorwürfe in die Richtung ein bisschen schwierig. Das munkelt man sich zumindest aus der Community, weil, das heißt Plagiatsvorwürfe nicht gegen das Werk direkt, aber gegen die Story, weil hier haben wir es so, hier wird einem aus der Zukunft ein Shonen Jump Werk geliefert, welches er dann in der Jetztzeit umsetzt und das einfach das Geilste überhaupt wird. Heißt, er klaut einfach aus der Zukunft ein Werk, was dann ultimativ abgeht, und das versucht er auch ordentlich umzusetzen. Und schafft es auch nicht und macht sich da Mühe und was weiß ich was. Und ist eigentlich ein Mangaka, der eigentlich recht gute Geschichten zeigt, aber es fehlt ihm einfach irgendwas. Und dadurch hat er dann halt die Möglichkeit, dieses Werk zu veröffentlichen. Und dann lernt er die Autorin kennen, deren Werk das eigentlich ist. Und die hätte das irgendwie 8 Jahre oder 10 Jahre später eigentlich erst in der Jump veröffentlicht. Das ist total verstrickt, finde ich eigentlich echt cool. Also muss ich sagen, dadurch, dass das Ding geexit wurde und eigentlich nur 2 Bände hat, ist das Ende eigentlich, man merkt, dass es natürlich gerusht ist, aber es ist ein anderes, es ist anders wie bei Urataro. Also bei Urataro merkt man das ultimativ. Also da müssen wir jetzt auch nicht drüber reden, sonst kriege ich gleich wieder so eine Krawatte. Hatten wir erst im Podcast in der Folge, in der letzten, ist einfach ja, dieses Werk. Palm Paradox Ghostwriter hat was Ordentliches gemacht, also wer da vielleicht 2 Bände lesen möchte, in die Richtung, ich hatte ein bisschen Hass auch gegen den Main Character, dass er wirklich sagt, er will dieses Werk jetzt veröffentlichen, und das ist eine Mühe, die eine Person gehabt hat, und er veröffentlicht das dann einfach. Aber ist schön umgesetzt, kann man auf jeden Fall machen. Also auch von den Zeichnungen alles drum und dran, das kann man auf jeden Fall sich mal gut durchlesen. Ich weiß auch gar nicht, ob der Mangaka selber oder das Mangaka-Duo, da ist ja Art, ist wäre anders, und Story ist wäre anders. Ob die beiden dann nochmal irgendwie was anderes auf die Beine gestellt haben nach dieser Reihe, müsste ich eigentlich mal nachschauen, habe ich jetzt selber noch nicht gemacht. Aber okay, wer das jetzt haben möchte, go for it. Ganz, ganz cool. Also, ich wüsste jetzt nicht, was ich da für eine Wertung geben soll. Ist vielleicht was so souveränes, so eine 6, 7 von 10 oder so, 6,5. 6,5 von 10 hört sich eigentlich ganz cool an. Ist jetzt nichts Besonderes. Oder 7? Ach, ich weiß, keine Ahnung. Immer diese Zahlen, da habe ich keinen Bock. So, ja, lest, falls ihr da Bock drauf habt, Thematik, sonst Bakuman stärker oder sonst Hitman, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt. Total Außenwind. Ihr wisst, diesen Hitman-Manga von Carlsen auch mit den Mangakas, wo die da auch ihre Sachen veröffentlichen. Ich bin raus. Ich bin Weekly Shonen Hitman. So, zack. Und raus. Dann habe ich auch eine komplette Reihe gelesen mit 5 Bänden abgeschlossen von dem gleichen Mangaka wie Reborn, und zwar Green Blood. Und Green Blood, wie gesagt, mit 5 Bänden abgeschlossen, ist eine Cowboy-Geschichte. Ich hatte da irgendwie Bock drauf. Ich habe ja auch letztens, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heißt, diese Netflix-Serie, diese Kurzserie, die wirklich stark ist, Godless, ich glaube, sie heißt Godless, die gesehen, und dann habe ich irgendwie so ein bisschen, dann hat es mich irgendwie gejuckt. Also die auf jeden Fall kann ich empfehlen. Den Manga weiß ich nicht so hundertprozentig. Also solltet ihr den gerade unbedingt haben wollen, er ist keine 80, 90 Euro wert. Also wagt es nicht, diesen Manga für 80 oder 90 Euro zu kaufen. Ich weiß, vielleicht werden manche von euch den ultimativ hypen und sagen, hey, das ist mega, mega cool. Nein, ja, nee. Also es ist okay. Fand ich jetzt von den Zeichnungen eigentlich ganz cool. Und es geht einfach darum, es sind 2 Brüder und der eine ist einfach Auftragskiller, und der hat einen bestimmten Ruf, den er immer hat, und der hat natürlich auch Vorsätze, die er sich dann auch immer vornimmt, und Regeln, die er sich dann immer vornimmt, will eigentlich seinen Bruder komplett da raushalten, und irgendwann kommt der Bruder das halt mit, und dann geht das Ganze so ans Rollen, das findet er alles gar nicht so gut, das ist noch in sich verstrickter, dann ist der Papa dann auch noch drin involviert, und ja, ohne da jetzt irgendwie was drüber zu erzählen, ich finde es von den Zeichnungen und von den Panels finde ich ganz cool. Ich habe da mich unterhalten gefühlt von dieser Reihe, aber jetzt zu sagen, ihr müsst das Ding jetzt alle haben, weil Reborn gerade so hart angefragt ist bei allen möglichen Verlagen und es einfach keiner bringen will, und jetzt hole ich mir dann einfach mal
ein Dark Hideout, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, aber ein Green Blood für 80, 90 Euro, nein, tut es nicht. Nicht. Und ihr werdet vielleicht enttäuscht sein oder ihr werdet dann einfach mit dem Mainstream-Hype mitgehen und würdet sagen, hey, okay, das ist ja mega cool. Ich fand's nicht geil. Dann geht Netflix, schaut euch Godless an. Das ist eine richtig geile sag ich mal, Western-Story und da habt ihr einiges von. Aber das ja, unterhält. Es ist aber nichts Besonderes und es ist auch nichts Deepes drin und dieses Bruderverhältnis ist jetzt auch nicht so von, boah, es entwickelt sich jetzt ultimativ krass und jeder macht da jetzt irgendwie einen krassen Sprung oder so. Der eine mehr, der andere weniger. Aber da habt ihr auf jeden Fall mit der Netflix-Serie eigentlich mehr gemacht. So vergleiche ich das eigentlich. Aber ja, das ist auf jeden Fall meine Meinung dazu. Ich fand ihn ganz okay, hat mich unterhalten. Aber es war jetzt auch nichts Besonderes. Und ich verstehe nicht, wieso das Ding Green Blood heißt. Da ich, keine Ahnung. Also wer mich da aufklären möchte, mal einen raus. Dann kommen wir als nächstes zu einem deutschsprachigen Mangaka und zwar zu Dominik Jell und Mortalis. Und der hat hier diesen Einzelband veröffentlicht mit zwei Short Stories drin. Die erste fand ich gut, die zweite fand ich leider nicht so gut, einfach nur wegen dem Storytelling. Denn es geht im zweiten Part so ein bisschen um Kirche und ich finde, das ist einfach immer gleich vom Storytelling. Das immer, keine Ahnung, das hat man alles schon mal gesehen, ob es jetzt eine Hexenverbrennung ist, ob es jetzt, keine Ahnung, Inquisition oder was weiß ich, was es da alles gibt. Keine Ahnung, schlacht mich tot. Das ist manchmal echt schwierig und keine Ahnung, das mag ich einfach nicht. Ich will das nicht lesen, außer man macht sowas richtig abgespacedes wie bei Berserk, dass man da so eine richtig hart verstrickte Story mit der Kirche einballert, wo das einfach so unglaublich obszön, brutal, ekelhaft und keine Ahnung, so richtig Dark Fantasy halt ist. Also das mag ich dann wieder, aber das war für mich jetzt selber nichts. Hier muss man aber sagen, Zeichnungen sind echt stark und darauf kann er extrem aufbauen. Storytelling ist ja hier immer ein bisschen schwierig in Deutschland. Das muss man einfach nach und nach lernen. Da muss man sich unterschiedliche Dinge durchlesen. Da muss man sich unterschiedlich inspirieren lassen. Vielleicht sogar Sachen aus dem Alltag. Die erste Story könnte so ein bisschen alltagsmäßig sein. Wer es gelesen hat, weiß wahrscheinlich, was ich meine. Und fand ich auch echt düster. Wir haben ja hier einen Horror-Manga, wer es jetzt immer noch nicht weiß. Ich habe es jetzt noch nicht gesagt, aber geht in diesen Horrorbereich und der Anfang war so ein bisschen wie Dark Hideout. Also Dominik, falls du den nicht gelesen hast, schau dir mal Dark Hideout an. Der macht einiges sehr gut als Einzelband. Diese ganze düstere Darstellung, dieses Extreme irgendwie. Und das habe ich in Band oder in dem ersten Part auf jeden Fall gefühlt. Ja, zweiten ist es dann total verloren gegangen. Das hat mich einfach verloren. Das tut mir leid. Ich habe es ja aber auch schon mittlerweile gesagt. Aber wir haben ja auch letztens im Discord gesprochen, also ich habe da ja eine Story für dich, ne? Also wenn du gerade Storytelling-mäßig gerade nicht weißt, was du machen sollst, ich weiß, die geht auch bis nach Japan, diese Story. Ja, ach, ist schwierig, aber man merkt das Potenzial, also man sieht das Potenzial da, Dominik, mach einfach weiter dein Ding. Ich hoffe, du kriegst ganz viel Feedback, aus Feedback lernt man und das ist ja auch immer das Wichtige, nicht jeder ist sofort das Perfekte raus. Auch ich in meinem Job mache nicht immer alles perfekt und muss auch immer wieder lernen. Das wird auch nach und nach immer besser. Und da steckt auf jeden Fall viel Potenzial drin. Da kannst du auch weiter drin weiter aufbauen. Hebt mich hier um Kopf und Kragen. Aber du weißt, was ich meine, falls du es gerade gesehen hast. Gruß geht raus. Wir werden auf jeden Fall auch nochmal ein Interview machen. Hier hinten ist auch noch ein Interview drin. Aufmachung, Carlsen. Perfekt. Macht weiter so. Daran kann sich auch Ultraverse mal ein Vorbild nehmen. Schaut euch mal den Manga hier an. Das ist so wirklich das Nonplusultra, was man vielleicht für einen deutschsprachigen Mangaka rausbringen kann. Und ja, das auf jeden Fall zu meinem Fazit von Mortalis. Dann habe ich als nächstes gelesen Ran und die graue Welt Band 2 und Band 3, auch nach einem Podcast, denn ich hatte mit Verena da ein bisschen drüber gesprochen und dann dachte ich mir, hey komm, dann lest die jetzt einfach mal Band 2 und Band 3 durch. Und ich bin eigentlich nicht enttäuscht worden, wobei ich sagen muss, ich weiß noch nicht, wohin hundertprozentig die Reise geht. Das fühlt sich so ein bisschen auch an wie Short Stories, weil man wird immer in irgendein Geschehen reingeworfen. Und dann wird das immer abgehandelt und es passiert immer wieder was Neues. Und Ran selbst ist ja immer ein bisschen schwierig, ne? Weil sie kann sich ja von einem kleinen Mädchen in eine erwachsene Person machen durch ihre Schuhe. Dann gibt es da halt auch heimliche Verehrer. Mittlerweile ist es dann auch besser geworden in Band 2 und Band 3. Dann gab es aber auch ein tödliches Insekt, was noch dazugekommen ist. Da ging es dann auch so ein bisschen darum, was müssen wir da machen und weil das war so ein bisschen so einfach reingeworfen und mal gucken, was passiert.
Die Mutter ist auch sehr mysteriös. Die ist ja da in ihrer eigenen Welt, wo sie auch erstmal bleiben muss, wo ihr dann auch erstmal irgendwelche Hexenkräfte abgezapft werden, um, sag ich jetzt nicht, aber um etwas Dehnendes aufrechtzuerhalten, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist sehr schön in sich verstrickt. Ich hoffe, das bekommt noch in sich so, schließt sich noch so ein bisschen zusammen. Mittlerweile ist das für mich noch so ein bisschen, okay, hier passiert wieder was, da passiert wieder was, da passiert wieder was. Unter anderem ist das hier auch das Werk von der Mangaka von Folgenden Wolken nach Nord-Nordwest. Wer es halt vielleicht nicht kennt, nur hier ran und die graue Welt wird allgemein von der Community noch ein bisschen besser bewertet. Wobei ich mir eventuell den anderen Manga nochmal ansehen werde. Gruß geht raus an Vera. Vielleicht schaue ich ihn mir nicht an. Nein, aber hey, Ran und die graue Welt, falls ihr da Bock drauf habt, macht das einfach mal. Ist ein sehr schönes Werk, also schön gezeichnet. Man muss da irgendwie so seinen Einklang finden. Ich bin noch nicht so hundertprozentig drin, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal am Ball bleiben und habe da eigentlich meinen Spaß so mit, wenn ich gerade so unterhält. Was ist das eigentlich derzeit? Gucken. Also, ich freue mich da eigentlich schon auf Band 4. Und hoffe, das wird vielleicht noch ein bisschen düsterer. Da kommen noch so ein paar mehr Antagonisten mit rein. Und das wird vielleicht noch verstrickter von dieser Familie. Und ja, dann schauen wir mal, wie das Ganze so weitergeht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das Ding hat auf jeden Fall gutes Potenzial. Dann kommen wir noch zu einem weiteren Urasawa-Werk, welches ich diesen Monat gelesen habe. Und zwar Asadora. Und hier Asadora Band 2. Den dritten Band, ich glaube, den habe ich sogar auch schon gelesen. Bloß schon, wir haben ja eigentlich schon neun Monate. Ne? Ich nehme das ja immer im Nachhinein auf. Ist eigentlich schon weitergelesen. Ich bin gerade so ein bisschen im Urasawa-Tunnel. Muss sagen, verstrickt von der Story ist es jetzt nicht so krass wie Anfang Monster oder Anfang 20th Century Boys. Aber dennoch lässt sich hier einiges mitmachen, denn wir haben ja eine Naturkatastrophe gehabt und man findet plötzlich einen Fußabdruck. Das könnte ein Godzilla-Monster sein. Man weiß es nicht, man munkelt. Ich bin gespannt, in welche Richtung das weitergeht. Das ist ein bisschen verstrickter dadurch, dass man das natürlich versucht auch aufzuklären und dann kommt die Regierung auch ins Spiel und ja, Asa will dann immer noch ihre Familie finden und weiß irgendwie, ihre Familie lebt noch. Ich glaube, das wird noch extrem komplex und das wird in sich noch hart verstrickt. Ich bin eigentlich gespannt, in welche Richtung das Werk noch weitergeht. Hier, wie gesagt, auch bei 20th Century Boys oder Monster kommt gleich auch noch, ganz zufällig. Ich kann da nicht so viel von erzählen, sonst mache ich euch da ultimativ diese Story kaputt. Dieser Fußabdruck, das kann man nochmal mit reinwerfen. Das ist ja, passiert ja eigentlich auch fast recht am Anfang. Und dass es hier dann auch um ein Godzilla-ähnliches Viech geht. Vielleicht ist es auch nicht ein Godzilla-ähnliches Viech, sondern irgendein Tentakel oder was weiß ich was. Wird nachher noch ein Edgy-Manga. Es ist auf jeden Fall echt cool und Band 3 war auch echt stark. Werde ich aber darauf eingehen im gelesenen Update, wobei ich da wahrscheinlich auch jedes Mal wieder das gleiche erzählen werde, um euch da einfach nicht zu spoilern. Dann, ich hatte es gerade noch angesprochen, kommen wir auch noch zu Monster. Da habe ich die ersten beiden Bände gelesen und ich muss sagen, ganz am Anfang, das ist schon ein schwieriger Read. Ich habe mir ja das ganze Werk einmal zusammengesammelt, um dann zu sagen, hey, ich lese das Ganze am Stück. Ich kann es aber nicht am Stück lesen. Es macht mich einfach kaputt. Ich weiß nicht. Ich 40 Stunden gearbeitet habe und ich knall mir danach einfach nochmal ein Band Monster rein und will dann den zweiten Band anlesen, dann zerstört es einfach mein komplettes Leben. Es ist einfach sehr, sehr, sehr anstrengend, weil ich bin in Urasawa-Stories extrem deep drin. Ich muss dann ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt Nightmare Maker, habe ich jetzt neu bekommen, lese ich gerade zwischendurch einfach mal rein. Das schaltet mich so ein bisschen ab und zeigt mir mal wieder ein bisschen was anderes. Das schiebe ich gerade so ein bisschen dazwischen. Ich habe auch wieder ein paar Folgebände dazwischen geschoben und hier jetzt auf jeden Fall Monster. Band 1 geht es ja dann um Tenma und Tenma ist eigentlich ein Arzt, der hat das eigentlich gelernt. So, er ist ein Japaner, kommt nach Deutschland und will hier eigentlich erfolgreich werden und wird eigentlich so von seinem Chef oder von diesem Chefarzt oder von dem, der dem das Krankenhaus gehört, eigentlich komplett ausgenutzt. Das Ganze wird extrem politisch. Weil es wird da umpriorisiert von den ganzen Patienten, die dann da auch reinkommen. Und dann ist es einfach so, dass er entschließt, ja, bei einem Fall mal dann doch den Patienten zu operieren, der nicht politisch ist, sondern der als erstes reinkam und der eigentlich das Vorrecht dann hat. Und das ist ein Junge und der kommt aus einem sehr mysteriösen Mordfall, hat auch eine Kugel im Kopf und ja... Das hätte er vielleicht nicht so hundertprozentig machen sollen, weil danach passieren extrem schlimme Sachen.
Jetzt fängt das an, deep zu werden. Weil dann wird es extrem verstrickt, dann sterben ein paar Menschen und dann wird das in sich komplexer. Und ich finde das von der Story einfach geil. Ich weiß auch gar nicht, da will ich auch auf jeden Fall nochmal nachschauen. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier vielleicht sogar drin steht und ich habe es einfach übersehen, wieso Urasawa ein ganzes Werk in Deutschland abhandelt. Ob er ja Deutschland-Fan ist oder keine Ahnung was. Es ist auf jeden Fall, da ist Düsseldorf drin, da sind Sachen von Heidelberg drin. Da gibt es sogar eine Szene, da habe ich einfach gegessen. Also das ist da auf dem Kirchplatz in Heidelberg. Da kann man da in so einer Nische Richtung, keine Ahnung, wenn man ins Schloss hochguckt, kann man da irgendwie essen. Genau da saß ich schon und habe mir ein Wiener Schnitzel reingeknallt. Finde ich aber extrem cool, werde ich auf jeden Fall weiterlesen. Auch ein Werk mit extrem viel Potenzial. Wenn ihr jetzt sagen würdet, hey komm, vergleich das doch mal bitte mit 20th Century Boys. Ich kann es derzeit nicht vergleichen. Das sind einfach komplex andere Stories. Ist aber in sich auf jeden Fall echt cool und Johann als Antagonist, der ist schon krass. Und ich habe jetzt gerade mal Band 2 gelesen und das Ganze geht ja bis Band 9 und beziehungsweise ich habe schon Band 3 gelesen, ich bin jetzt eigentlich bei Band 4, Band 3 kommt dann im, ja, ihr wisst, wie das ganze Prinzip funktioniert. Aber das wird, glaube ich, geil. Und ich habe da richtig Bock drauf und ich bin gespannt, was so Monster wird. Manche mögen es nicht. Ich mag es bis jetzt. Es macht mir Spaß. Ich mag diese Deepness an Story. Vielleicht kommen auch noch so ein paar Punkte, die ich vielleicht nicht mag. Aber jetzt gerade bin ich sehr zufrieden und ich bin gespannt, wie es dann noch weitergeht. Den Abschluss macht noch der zweite Band von Insomniacs After School, den ich gelesen habe. Und das ist eigentlich eine sehr süße Story. Ich dachte erst, ich hätte hier Kratzer im Cover. Schaut euch das mal an. Sieht so echt schwierig aus hier, so in der Seite. Hab drauf gucken, dachte mir so, hat da einer mit einem Cuttermesser reingecuttet? Oh, sehr, sehr schwierig. Hat mich einfach total verwirrt, auf jeden Fall. Der Manga ist für ja, die Leute, die vielleicht eine extreme Entspannung suchen, ähnlich wie, ich sag jetzt einfach mal Call of the Night, haben die beiden auch Schlafstörungen und können aber zusammen, haben sie so ein bisschen gelernt, dass sie sich zusammen irgendwie ausruhen können. Also das ist so ein sehr entspanntes, ich sag jetzt einfach mal, Verhältnis zwischen den beiden. Denn sie verbunkern sich so ein bisschen im Astronomieraum, der dann eigentlich auch geschlossen ist. Und so nach und nach, jetzt hier in Band 2, sollen sie den wieder an Vordermann bringen und werden dann auch dazu aufgefordert, dann ja, unterschiedliche vielleicht Planungen zu machen, was Events von diesem Kurs sind. Und gehen dann auch auf eine, ich glaube, eine Klassenfahrt war es. Und es ist echt schön geschrieben. Also ich will da auch nicht alles zu sagen. Das ist halt jetzt nicht zu 100% mega deepes. Ich hoffe, da kommen noch ein paar andere Elemente irgendwie mit da rein. Aber es ist einfach so ein Ding, wo ihr habt Migräne, ihr legt euch ins Bett, gebt euch den Manga und ihr wisst, was euch erwartet. Das ist einfach richtig hart harmonisch. Macht so Spaß. Die zwei sind so mega süß. Und das, weiß ich nicht. Es ist einfach geil. Was soll ich dazu sagen? Es macht mir Spaß. Ich kann es auch gar nicht sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das für manche extrem langweilig sein kann. Ich mag aber solche ruhigen Sachen. Ich bin da auch kein Typ, der irgendwie im Kino himmlig wird, wenn einfach so viele ruhige Momente sind, so La La Land oder sowas. Da achte ich total auf die Emotionen und auf die Gesichtszüge der ganzen Schauspieler. Oder Batman, der neue, der war auch so richtig ruhig erzählt. Ich liebe das. Und Insomniacs After School macht das halt genauso. Erzählt eine sehr ruhige Geschichte. Die kann für manche langweilig sein. Für mich ist das genau das, was ich brauche, wenn ich es brauche. Und ich nehme den Manga dann auch in den Momenten, wo ich es brauche. Wenn ich vielleicht einen anstrengenden Tag gehabt habe. Mushishi geht auch in eine gleiche Richtung. Das kann man auch dann halt gut lesen. Insomniacs, gut. Bin gespannt, in welche Richtung das noch weitergeht. Ist ja so ein bisschen Slice of Life mäßig angehaucht. Ich hätte beinahe meine Pulle umgeworfen. Oh, ich darf hier nicht so rumzappeln. Ja, aber ist das Ding mal. Falls ihr da Feedback zu habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ja, das waren so meine Manga, die ich in diesem Monat gelesen habe. Das war das Gelesen-Update für August 2022. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß, konntet euch ein paar Empfehlungen mitnehmen und habt ein bisschen Einblick bekommen, was ich so den letzten Monat gelesen habe. War ein bisschen was dabei, habe auf jeden Fall sehr viel Spaß damit gehabt. Lasst noch ein Däumchen da und wir sehen uns auf jeden Fall in einem anderen Video. Bis dahin, alles Gute, euer Brown. Ciao, ciao.